Ja, hallo Freunde des Spielkonsolen, willkommen bei Stray Blade. Zwei Tage vor dem Release darf ich euch schon zeigen, was in dem Spiel drin ist und wie es sich spielt am Anfang. Da hatten wir 505 Games freundlicherweise einen Key zur Verfügung gestellt, da ich reingucken kann. Stray Blade ist ein Action-Spiel, was auch den Begriff Souls-like ein bisschen mit reinzieht. Es soll aber trotzdem auch für Leute, die nicht Souls-like-affin sind, eine gute Wahl sein, weil es gibt Schwierigkeitsgrade und da ist eigentlich so überhaupt nicht Souls-like. Wir machen mal einfach ein neues Spiel. Wir können männlich oder weiblich Charakter spielen, der Farron heißt. Farron West. Ich hab's damals übrigens auf der. Können auch Mann sein mit weiblicher Stimme. Wir machen aber Mann mit männlicher Stimme. Und das sind übrigens die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die dazu führen, dass auch Leute, die jetzt vielleicht nicht Souls-like können oder beziehungsweise immer meinen, das ist denen alles viel zu schwer, können halt den Geschichtsmodus spielen. So, wir werden einfach jetzt mal den Abenteuermodus nehmen für erfahrene Spieler im Bereich Action-RPG, die auf der Suche nach einem guten Abenteuer mit kniffligen Gegnern und harten Bosskämpfen sind. Und ich habe gestern schon geguckt, wie es auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad ist und dann stirbst du nach zwei Schlägen. Und das will ich jetzt gerade eigentlich nicht haben. Wir machen es ein bisschen entspannter für das angespielt, damit man auch ein bisschen vorankommt. The Valley of Promise, a Kriya, where God sleeps. Nobody would have believed me back then, that all their different names, in truth, described the same. But for this reason, it was me, the unimportant stray, who found it. I traveled alone, as I always did. Since if I were to be betrayed, my journey would have become a race against those with more money and power. And then, I took my first step onto a Kryan ground. I thought that this would be my biggest adventure. But how big it would be, I could have never known. Feels like it's going to explode. Just how did it get? Whoa! What's this? A stone. When it crashed into me, did I die? No, that can't be. I'm standing here right now. Shouldn't try removing it. Whatever. As long as I'm still alive, that's all that matters. Like they always said, Farron will probably survive anything. But I better not keep pressing my luck. So, time to leave. So, wir spielen übrigens mit dem Xbox-Controller am PC. Wait. Are those fresh animal tracks? Weird. Some look almost like tiny boots. Are those claw marks? Did someone bring me here? Who could have done that? I came alone. Ein Ausblick auf die Welt. Damals war ich sehr angetan übrigens. Ah, that's what I call out for. Don't know how accurate this is, but I should definitely map this out. At least it gives me some landmarks. Okay, got it all down. So, dadurch kann man nämlich ein bisschen Karte sehen. Finde einen Weg aus dem Tal. Kann schon mal das Anfangsgebiet sehen und die anderen Gebiete, in die es uns später verschlägt. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört übrigens am Spiel, ist wirklich das Interface. Es ist gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Einzige, wo ich sage, okay, das ist ganz cool, du kannst da die ganze Rüstung einfärben, auch so wie du willst. Deshalb habe ich noch keine Waffen.
kannst auch es durcheinander bringen, ne? Machst du braune Ausrüstung und blauen Helm, das wird dann auf die andere Ausrüstung auch übernommen. Für ein bisschen Individualität. Wir können zwei Waffen tragen und dann haben wir Ausrüstungsgegenstände halt Helm, Schulterschutz und Körper, sag ich mal, Armor. Wir haben die Karte gerade geöffnet. So, alles gut. Ich muss mal ganz kurz einen Break machen, weil ich kurz eine Einstellung verändert habe. Ich habe mich vorhin was angestellt und ich habe gemerkt, dass die FPS dann doch ein bisschen eingebrochen sind. Das wollte ich jetzt nicht haben. Wenn, dann sollten wir schon konstant über den 60 FPS bleiben, auch auf 4K. This is my sword. Where was it rusted already? Maybe the merchant ripped me off. So, leichte Angriffe. Hup, hup. Mit RB und RT schwere Angriffe brauchen Energie. Energie regeneriert sich über Zeit. So, mit Cursor-Taste nach oben können wir uns hier durchschlagen. Gibt übrigens direkt am Anfang ein kleines Secret. Vielleicht soll es man nicht als Secret betiteln, aber es ist halt schon optional. Nicht, wenn du hier runter gehst an der Seite. Kommst hier in den Bereich rein und hier findest du halt einmal so eine Liane hinten. Nein, Holzknüppel, ernsthaft? Da ist alles, was ich bekomme. Der Hauptmann muss wahnsinnig sein, wenn er denkt, das würde ausreichen. Aber ich schätze, ich muss damit klarkommen. Vielleicht kann ich damit zumindest ein paar von den Viechern vor mir fernhalten. So, Sekundärwaffe ist jetzt ein Holzknüppel. Und den grünen Farn kriegt man hier weg. Sie war so mit. Und dann kann man schon wieder zurück. Guter Footballschlag. Das spielt übrigens später auch noch ein Crafting-System. Was auch wichtig ist. Weil du Ressourcen halt sammeln musst dann, um bessere Waffen herzustellen oder Ausrüstungsgegenstände. Weil du halt Blueprints finden kannst. Golden Order. Black Claw Clan. So, mit RS kann man Ziele aufschalten und durchschalten. Da sehen wir alle das Inventar. Da können wir mit RTLT wechseln und der will mir jetzt gerade sagen, zieh doch mal den Helm auf, den wir haben. Den Hirschhelm. Farins Glückshelm hat über die Jahre viele Dinge gesehen. Farins Glückshelm hat über die Jahre viele Dinge gesehen, auch wenn ein Teil des Geweihs abgebrochen ist, konnte Farin es nicht übers Herz bringen, ihn auszutauschen. Und er bringt halt ein bisschen Rüstung und Energieeffizienz und ist auch ganz hübsch. I don't think any animal is stupid enough to be this noticeable. I could follow it. Well, I don't know the way anyway. So how bad can it get? Another one? Seems like these shrines are important to their creators. Otherwise, they wouldn't have survived for who knows how long. To see one of them? Lebensschreine, halt typisch Souls-like, da werden wir wiederbelebt, falls wir sterben. Was natürlich auch immer mal passieren kann. Und jetzt kommt unser erster Gegner. Not everyone is dead. Oh, bother. Hey! Hola! Salve! Don't want to disturb you in your, business. But do you know a way out of here? I suppose you don't. Guess I shouldn't have even tried asking. Rote Angriffe werden durch ein Symbol angezeigt und du musst ihn ausweichen, indem du B kurz vor dem Aufprall drückst. Wichtig, reagiere auf die tatsächliche Bewegung des Angriffs, nicht auf die Anzeige. Ausweichen kostet Energie. Da gibt es übrigens in den Einstellungen eine Option, gegnerische Angriffsanzeige einblenden. Du kannst besser sehen, ob gerade ein Angriff kommt oder nicht.
Jetzt habe ich mich natürlich treffen lassen, damit ihr mal seht, was passiert, wenn ich getroffen werde. Also Ausweich ist schon wichtig, dass du halt auch Energie regenerieren kannst darüber. So, da haben wir nämlich jetzt einen neuen Entwurf bekommen für ein Militärschwert. Und du kannst halt, was soll ich noch sagen? Habe ich jetzt vergessen. Verdammt. Komm gleich wieder. Ah ja, stimmt. Die Qualität des Ausweichens richtet sich nach dem Timing. Durch gutes Ausweichen entfernst du dich vom Feind. Durch perfektes Ausweichen regenerierst du auch noch einen Teil deiner Energie. Versuche so kurz wie möglich vor dem Aufprall auszuweichen, um perfektes Ausweichen zu erzielen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du, wenn du einen Feind in den Rücken angreifst, dass du einen Spezialangriff machst und die Leiste darunter, das ist die Stun-Leiste. Wenn die auf 0 fällt, kannst du halt so gesehen einen Crit-Finisher machen auf den Gegner. Das ist wahrscheinlich abhängig von der Waffe. Also es droht Gefahr, deshalb kann ich das gerade nicht machen. Ja, ja, dein Schild tut weh. Ich wollte eigentlich nur zeigen, wie das ist. Mit dem Finisher. So. Ich habe noch kein gutes Timing, weil das ist natürlich alles immer wieder Gewöhnung. Weil jedes Spiel hat so ein bisschen sein eigenes Tempo, finde ich, vor allem beim Souls-like. Wie schnell, also wie die Gegner reagieren, ob die verzögern beim Angriff und so weiter und so fort. Oh, berries. So they grow even here. So, Herzenbeeren können in der Welt gefunden werden, aber deine Lagerkapazität für sie ist begrenzt. Und da ist auch ein noch weitere Beere zum Einsammeln. Oh, a forge. Well, my sword probably won't hold up much longer. But I never was that good at forging. So, fertige einen Wurf mit dem Entwurf. Fertige einen Wurf mit dem Entwurf, den du gefunden hast, an. Can't be that hard. Not too shabby. Maybe I should have considered another job than journeying. Probably less dangerous too. Who am I kidding? As if I could ever sit still long enough. Können wir ein bisschen mehr Schaden machen. Blaue Angriffe werden durch ein Wellensymbol angezeigt und du musst parieren, indem du Y kurz vor dem Aufprall drückst. Wichtig, reagiere auf die tatsächliche Bewegung des Angriffs, nicht auf die Anzeige. Diesen Angriffen kann nicht nur im letzten Moment ausgewichen werden. Rote Angriffe werden wiederum können nicht pariert werden. Sehr schön. Und schon wird das alles ein bisschen einfacher. Ich finde das rostige Schwert am Anfang ein ganz schönes Handicap. Wobei einfach ist das falsche Wort für dieses Spiel. Es ist schon recht fair auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Aber schon ein Schwierigkeitsgrad höher macht das Game einfach eine ganze Ecke schwieriger. Was ja okay ist. Jeder wie er es mag. Geflügelter Helm, Rüstungsentwurf. Oh.
So, Beherrschung Militär Langschwert. Da muss ich nochmal kurz überlegen, wofür das nochmal gut war. Ich glaube, dafür konnte man dann später Runen ansetzen. Aber dafür müssen wir erst den netten... Also wir treffen nachher, ich spoiler mal ein bisschen vor, wir treffen nachher noch eine kleine Gestalt, der für uns sowas wird wie ein Schmied. Die Gruppe auf der anderen Seite hat eine Art goldenen Turm gefunden. Sie glauben, dass es einen Zusammenhang zwischen ihm und dem Artefakt gibt. Seit ihrer Ankunft vor einer Woche haben sie uns vor den Bestien gewarnt. Wir dachten, wir wären vorbereitet, aber diese Biester haben uns definitiv Ärger bereitet. Wir können nicht auf die andere Seite gelangen. Die Türen geben einfach nicht nach. Ich sehe keinen Sinn darin, solch ein riesiges Bauwerk zu errichten. Aber was weiß ich denn schon? Nun, wer auch immer hier gelebt hat, ist schon lange tot. Hey, you. Still not feeling like showing yourself? Thought so. Even if you'd stop helping me now, I couldn't blame you. Well, but... Thank you. Well, following you is not the best plan I ever had. It's better than nothing. Ich will nicht, dass beide kommen, aber es kommen so oder so beide. Diesmal bringe ich mir direkt beides bei Parieren und Ausweichen. Dritter Runenslot freigeschaltet. So, da scheine ich irgendeine Magie zu brauchen. Ja, okay. LBR behalten ist dann noch ein Spezialangriff, hat das Spiel aber noch nicht erklärt. Oder ich habe es überlesen. Der lädt sich auch nur auf über eine gewisse Zeit. Ich habe es gerade nur zufällig gesehen, unten links. Wie immer gut vorbereitet. So, nimm deine Beere. My compass. Oh, my friend. At least you aren't broken. Oh, sehr schön. The Golden Order understands your importance. Ein Kompass. With you, it shouldn't be that hard to find a way out of here. So. Verbesserter leichter Angriff erhöht den Schaden von Farrens leichten Angriffen. Ach so, und das ist das Meistern der Waffen. Also du erlernst eine Waffe und kannst dementsprechend Skills freischalten. 25% zusätzlicher Runenslot, Spezialangriff-Freischaltung, 75% zusätzlicher Runenslot. Waffenentwurf noch nicht gefunden. Das bedeutet, du wirst vielleicht ein bisschen gezwungen, andere Waffen zu finden und dann mit denen zu kämpfen, um dann das freizuschalten. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als man das so aus anderen Spielen vielleicht kennt. Aber schon ganz cool. I haven't seen anything like you before. No, you don't seem to share my admiration. What a shame. So, da ist die Gleichgewichtsleiste. Und die Taumelanzeige. Wurde da ganz kurz erklärt, aber darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Und durch das Anstürmen habe ich den eh direkt erlegt. So, willkommen zu Farrens Fertigkeiten. Hier kannst du den Level aller angezeigten Fertigkeiten mit Fertigkeitspunkten erhöhen.
Farron erlangt EP für alle erfolgreich abgeschlossenen Kämpfe. Für jede Levelerhöhung erhält Farron einen Fertigkeitspunkt. Schalte neue Fertigkeiten frei, indem du Waffen im Kampf einsetzt und ihre volle Beherrschung erreichst. Sobald eine Fertigkeit freigeschaltet wurde, bleibt sie immer aktiv, egal welche Waffe du verwendest. Manche Fertigkeiten sind von Anfang an verfügbar und müssen nicht freigeschaltet werden. Fertige und verwende neue Waffen, um neue Fertigkeiten für Farron freizuschalten. Wichtig, alle Waffen im Fertigkeitsbaum werden während deines Abenteuers mehr oder weniger gleich effektiv sein. Also kannst du gerne deinen Favoriten zurückgehen. Entschuldigung. Hört den Schaden von leichten Angriffen. Aber ihr seht auch, dass Ressourcensammeln halt einfach wichtig wird später. Weil wir damit halt immer wieder konfrontiert werden. Ich bin übrigens gerade überlegen, ob das die Demo war, die ich auf der Gamescom gespielt habe. Das werde ich sehen, wenn am Ende ein Spinnenboss kommt. Da meinte damals der Typ, dass ich der Einzige war, der den Spinnenboss besiegt hat. Von allen, die das gespielt hatten. Am Pressetermin. Kann natürlich sein, dass sie es einfach gesagt haben, um sich einzuschleimen. Er hat mir auch echt Zeit genommen. Ich habe mir die ganzen Bewegungen von den Gegnern angeguckt. Der so, ja, du kannst ruhig Gas geben. Ich so, nee, ich muss doch wissen, wie die sich bewegen und was die machen. Ist ja auch ein deutscher Entwickler. Ich sag's ja immer gerne dazu, wegen Heimatmarkt unterstützen. Vor allem, wenn ordentliche Spiele in Deutschland hergestellt werden. Ah, es gibt Fallschaden. Das wollte ich euch nur kurz mal zeigen. So. Diese Ranke hat sich übrigens gerade erst aufgetan. Das ist nämlich eine Abkürzung. An dem Schrein waren wir schon mal. Das ist der Weg. So, leicht bewegen, das haben wir übrigens auch vorhin schon mal gemacht. Damit du einen Angriff aus dem Hinterhalt ausführen kannst, attackiere den Feind mit. Wird nichts angezeigt, aber du kannst ja einfach drücken. Du kannst jederzeit alle Tutorials nochmal nachlesen. Neuer Rüstungsentwurf, edle Tracht. A closed gate. Which seems like you want me to go through it. Well, luckily you've got the best explorer at your service. One of the front parts is missing. Some kind of mask? Maybe if I find it and insert it here, it could trigger an opening mechanism. Hey, any clue where that could be? Finde das fehlende Torteil. Die ruhig mal einen Indikator machen können, ob du jetzt gerade im richtigen Abstand bist.
I learned something new. Ach, Finisher sind so schön, ey. Die machen einfach jedes Spiel besser. So, geflügelter Speer. Bing, bing, wieder Schmiede. Weil man will ja auch neue Fertigkeiten freischalten. Alter LT, um einen Schild zum Ablocken zu tragen. Ablocken schützt vor frontalen Angriffen. Ablocken von Angriffen kostet Energie entsprechend deines verwendeten Schildes. Blocken einfach nur zu viel Arbeit macht, würde ich sagen. Ach so. Weil ich habe das Gefühl, das Blockfenster ist irgendwie ein bisschen anders mit Schild. Schwein gehabt. So, da sieht man, da dauert schon das ein bisschen länger, um den Speer zu meistern. Wahrscheinlich war es bei der ersten Waffe nur so schnell, damit man halt das mal sieht. Wenn ihr beide gleichzeitig auf mich einschlägt, ist das schon ein bisschen schlecht. Ich war tot, jetzt lebe ich wieder. Alles cool. Alles ist bon. Ach, hier sind wir. Aber Sterben gehört halt dazu.
Da fehlt das ein für das andere. So, nach da hinten muss ich nicht mehr gehen. Ach so. Ha! Das Ding war's, was vorhin hier Geräusche gemacht hat. My oh my. This is gigantic. Unfortunately, I doubt this is my way out anyway. And even if, I can't suddenly grow wings, can I? Well then, keep your secrets. Ich bin mal gespannt, ob später Finisher sich wiederholen. Oder ob die noch, ob die weiterhin so total unterschiedlich bleiben dann. Ein Totenkopf über der Ressourcenanzeige eines Feindes bedeutet, dass er deutlich stärker ist als normale Feinde, denen du dich sonst entgegenstellst. Mach dich auf einen harten Kampf gefasst oder komm später wieder, wenn du stärker bist. Ich bin stark genug, 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 ich bin stark genug. My experience has taught me that caves hide dangerous monsters 90% of the time. The other 10% are the reason why I enter them anyway. Oh, let's just hope you don't want to kill me all of a sudden. Besuch die Höhle nach dem fehlenden Torteil. Nach die Höhle. Aufstieg. Was gibt's denn hier in der Mitte? Bei erfolgreichen Paraden stellt Farron mehr Energie wieder her. Verbesserte leichte Angriffe. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen. Farron kann zusätzliche Herzbeere tragen. Here it is. Hopefully that mask was worth all the trouble. Don't worry though. My gut's always right. Except. Maybe that one time when I got banned from that small hey. Park. Well, not like I left to turn there anyway. That village had nothing to offer. Ich schwöre, ich habe versucht zu blocken, aber irgendwie habe ich das Timing da nicht sehr gut hinbekommen. Weil der irgendwie so einen Sturmangriff gemacht hat und der Sturmangriff war nicht gut zu blocken. Ich sehe schon. Ich dachte eigentlich, der würde auch die, die Bären auffüllen, aber tut er nicht.
Oh, I knew it. It's always the same with these doors. An invisible guide, forgotten ruins with cryptic doors. Maybe I should come back someday with better equipment. But then, no touching crystal spires. Ungelöstes Geheimnis. Eine Karte, ein Fluxpilz, Anpassungsfarbe. Ist jetzt nicht so wichtig fürs Angespielt. Das machen wir dann bei dem richtigen Let's Play-Durchlauf. Was wir dann im Livestream auch betreiben werden. Weil das hier soll ja nur ein Ersteinblick sein. Ich muss halt sagen, auf der Gamescom hat es mir schon gut gefallen. Warum sollte der Eindruck sich verändern zur Release-Version? Die Gamescom-Version war nicht gut balanciert und alles und an manchen Stellen noch so ein bisschen, wie soll man sagen, schwierig. Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber ich glaube irgendwie... So viel dazu. Scheiße. Ich habe das schon vorher gespürt, dass ich da sterbe. Bin ich in der Welt verlaufen, als halte Ausschau nach Boji. Aber Boji haben wir noch gar nicht gefunden. Ist ein Spoiler im Infotext. Also die Dinger da sind anscheinend Geheimnisse. So, sehr starke Gegner tauchen nicht wieder auf. Also Totenschädel-Gegner. Nicht mit euch interagieren. Ich will einfach nur weiter. Ich glaube nämlich, ich kann mit den Geheimnissen noch gar nicht interagieren, weil ich das einfach nicht kann. Da muss wahrscheinlich noch irgendwas passieren. Ich brauche den Bowie oder wie auch immer. Kleine Schmiedekreatur, die mir hilft. Kommt direkt ein zweiter Angriff nach. Solche Angriffe mag ich ja. Oh.
Das war nur Bonus. Die hätten wir gar nicht töten brauchen. Da unten sieht es übrigens schlafend aus. Upsala. Platz. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen viel mich immer umgucke, aber ich bin einfach so ein Eckenabsucher. Du hast die Kreuzung aufgedeckt. Sehr schön. These tools all look familiar, but a bit too big to use. Maybe they needed them for other things. Well, it's still good metal. No reason to waste it. Alles klar. Es geht doch eigentlich nur darum, auf die andere Seite zu kommen. Mein Gott, sind jetzt 38 Minuten vergangen, mir kommt das schon wie Stunden vor. Ich bin einfach zu übermüdet. Ich hätte gern wieder eine Schmiede. Wir können unsere Ausrüstung anpassen. Wobei, ich drücke mal die falsche Taste übrigens für Ausrüstung. Ja, dieses generell besser, rüstungstechnisch. Aber ich denke mal, es ist auch in Stufen, also leichte, mittlere und schwere Rüstung. This is so beautiful. What kind of people might have lived here in the past? Their egos must have been enormous. Or they were giants. So, Tempeltür ist halb offen. Also rein da. Du hast den goldenen Palast betreten. Und auch hier ist irgendwo eine Karte versteckt. Dass du das Gebiet aufdecken kannst und sehen kannst, was hier... Moment. Bevor ich was Falsches sage... Ja, du musst die Region entdecken, damit du weißt, ob du da noch irgendwas finden kannst, was geheim ist. Ich hab gedrückt. Ah,
beziehungsweise ich habe nicht gedrückt, ich weiß. Ich muss einfach wieder ruhiger werden. Sei eins. Mit dem Spiel. And so the mysterious guide finally reveals himself. It is I, Boji, apprentice to the greatest sage of Akria. But don't confuse me for just anyone. No, you stand before the first and only disciple of Eri, the great sage. So, you want to leave this valley? Well, that won't be easy, as you, my fellow adventurer, are now bound to this valley by the stone in your chest. And leaving it like this would be your certain doom. But fear not, there is someone who can remove that connection, though the way to him is long and hard. Beyond that gate waits a trial, your test, to see if you'll be able to make the journey to your savior. But first, you'll have to find a way behind the gate. Many obstacles stand in your way, but I believe you'll prevail over them. Each foe more dangerous than the last before you finally stand before your first trial. The general, the gatekeeper. Only when you best him will the path out of this region open, and you'll be able to continue your search. A hard battle, promising only certain death. That is for anyone but you. The very same stone that curses you to stay is the one that blesses you with infinite lives. And for me, it's the tool that makes it possible to revive you again and again, just like I did before. Now that everything... Wait. What the hell are you even talking about? Not being able to leave the valley, and that part about you reviving me? Do you mean to say... I died. Exactly. So, now that all questions are out of the way... You don't make any sense. Why should I believe you, a talking wolf monster? I see you are still riddled with doubts. But you will find my words proven true when you continue on your way. It seems you have much to think over, so I will give you a bit of space. Oh, but don't worry. I won't leave for too long. Now, where was I? Ah, yes. Now that everything is explained, I'm sure you're burning to start your adventure, and I'm not going to keep you. Remember, the fiend behind that gate is your goal. Boji out. Just... what was that? Go to the gate, he said? Suppose it is better than no direction. Oh, ich wollte gerade noch was trinken. Erkunde die Gegend und finde einen Weg hinter das Hirschtor. Hirschtor auf die andere Seite des Tempels. Das sah schon so gefährlich aus. Juhu, noch mehr Spinnen. Ja, das ist aber ein schöner Spezialangriff für den Speer. Come on.
Oh Gott sei Dank, Levelaufstieg rettet wieder mal Leben. Auf der Karte kann ich sehen, wo die nächste Schmiede ist. Wie ich das richtig sehe, werden Schmieden nicht angezeigt. Du kannst halt nur hin und her schalten, welche Symbole eingeblendet werden. So, erhöht Ferens maximale Gesundheit, wobei Energie auch nicht schlecht wäre. Und wenn ich schon da in Richtung des Spinnengebiets gehe, sollte ich vielleicht auch wirklich da lang gehen. Wenn ich hier schon zwei Gegner töte. Ach guck mal, da steht doch hier der Kleine. Der zeigt ja an, wo du lang sollst. Das war ja in den Infotext drin, obwohl... Da entlang gehen sieht jetzt auch nicht so interessant aus. Ich mache immer dieselben Fehler, indem ich einfach viel zu früh drücke oder viel zu spät. Was soll auch anderes sein? Wenn ich nicht richtig blocke, ist das meistens der Grund. Okay, ein total nutzloser Außenrumweg. Au! Ach, das ist eine neue Farbe hier hinten. Du kannst es nicht öffnen, während Gefahr droht. Es droht doch gar keine Gefahr. Außer dass mich irgendwelche Pflanzen töten. Das kann ja überall passieren. So, die haben ja noch unterschiedliche Farbbereiche, die du anpassen kannst. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Ist schon cool gemacht, um den Charakter anzupassen. Eine geile Rüstung brauchen wir dennoch. Da geht's nur bergab in den Tod. Said your name was Boji. Care to tell me who built these giant temples? They are truly astounding. Though, I wonder how big their egos must have been. Oh, massive, believe me. Especially that of the one who ruled this place. These temples were built for the Eleusine, a culture that lived here way before your time. Eleusine? Why is everything so... big? Well, because they were gigantic. Almost 2 to 3 times your size. 2 to 3?
That is hard to imagine. Particularly with you next to me. Understandable. But I tell the truth. Haben so viele Knöpfe auf. Impressive. Not only their bodies, but also often their minds. Most of them were alchemists, you know? Alchemists, huh? Probably believed themselves to be above everything else. Most of them did. Yes. How unsurprising. Den Dialog gut genutzt. Um die Sexualität hier zu reduzieren. Große, langsame Feinde sind einfach das Beste. Große, schnelle Feinde werden bestimmt noch kommen. Messer. Da sieht man übrigens, dass das ganz gut gemanagt ist, weil ich habe die eine Waffe jetzt fertig im Meistern und kann so gesehen die nächste Waffe anstreben. Ausdauer. What is this? I need to calm myself. I'm sure there is an explanation. Maybe it was some kind of mutation. Yeah. Nein, das sind die von früher. Die waren noch 2 bis 3 mal so groß wie ich und das passt doch. Die früheren Bewohner. Beyond the gate waits your first trial, but the way is barred. Yeah, you don't say. Do I really have to go there? Why can't I just leave? Because you are bound to the valley, Farron. Really, I wouldn't recommend it. Whoa! Where did you come from? How do you know my name? You said it yourself, in the cave. But trust me. You can't leave. Not without losing your life. And this time it would be permanent, because I wouldn't be able to follow you as I am bound as well. The closer you get to the border, the weaker you get. Your heart slows down, your spirit fades, until you do your last and final step over the border. But then, what am I supposed to do? I told you, didn't I? There is someone who can break that connection. Someone I want to reach as well, though for other reasons. Then tell me where to find him instead of giving me some riddles about a guardian I have to beat. Your savior sleeps in the spire in the middle of the valley. The one that blasted you away, remember it? But I can't enter it. And you can't do it either. Not the way you are now. That barrier around here. What does it have to do with me?
That's a long story. I'll tell you on our way to the gate, because we really will have to beat that guardian creature behind it. We? No, no, there is no such thing as we. I don't plan on carrying a burden with me. Oh, a burden? Without that burden, you would still be lost, though, trying to escape the valley which would kill you. That is, if the others don't. And who will revive you again if that happens? Just spit it out. You need me, for whatever reason. Yes, I do. And it is a reason I will explain if we travel together. Besides, we have the same destination, so why wouldn't we? Isn't it useful for you to have a guide who knows his way around here? I can't believe it. Fine. Do what you want. So, Bojis Fertigkeitsbaum. Willkommen bei Bojis Fertigkeitsbaum. Hier kannst du alle angezeigten Fertigkeiten einsehen und mit Weisheitspunkte verbessern. Weisheitspunkte. Boji sammelt Weisheitspunkte durch das Finden von antiken Relikten, die überall in Akrea versteckt sind. Diese Weisheitspunkte können ausgegeben werden, um Bojis Fähigkeit und Fertigkeitskünste zu verbessern. Fähigkeiten. Gib gesammelte Weisheitspunkte aus, um Bojis Fähigkeiten zu verbessern. Fertigkeitskünste, Fertigungskünste, sobald du ein Runenrezept findest, wird diese spezifische Rune freigeschaltet, damit Boji sie für dich fertigen kann. Hier bei Bojis Fertigkeitsbaum kannst du auch die Effektivität aller bereits freigeschalteter Runen verbessern. Tja, aber hier können wir noch gar nichts machen. Nur so zur Info. Warum habe ich ja eigentlich schon Artefakte gefunden? No. Something doesn't add up. Er schaut sich schön den Karren an. Im Auge. Ah, endlich eine Schmiede. Das Metzgermesser fehlt mir an Rieben. Aber immerhin kann ich eine andere Rüstung herstellen, die energieeffizienter ist. Let's go! Wait for it! Out! Out, 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 out! Harder! Carefully! With feeling! Okay, quench it. Not bad. Not bad at all. Allein zu spielen war besser. Warum hört sich das an, als wenn er die sofort anziehen würde, aber du musst die welche im Inventar trotzdem noch anziehen. Yeah.
So, als nächstes bitte Ausdauer erhöhen. Du hast den Turmtempel betreten. Guter Schutz. Wenn du willst, dass ich nach Süden gehe. Hmm. This doesn't look like the other structures these Helicene have built. Oh, it reminds me of the central spire. Yes. Seems like Tezuth, the ruler of this area, built this so the Akreans could still continue their rituals under his rule. Wait, Akreans? Who are they? Oh, true, you wouldn't know. We already talked about how the Helicene who lived here were gigantic, but they weren't the only inhabitants of the valley. There were also the Akreans, who resembled your people, a lot smaller. They used the central spire to release dead spirits into the flux, an energy that flows through this valley, which keeps everything alive and in balance. That seems unlikely. You don't have to believe me. But that very flux energy is what I use to vanish and appear again. I see you're still skeptical. Well, you will come to accept it with time. Ja, habe ich nicht das Gefühl, dass Farron wirklich ein Abenteurer ist, sondern eher so ein Schurke. Naja, er ist jedenfalls kein Held. Im eigentlichen Sinne. Ist halt schon ein bisschen durch, der Junge. Oh mein Gott. So sieht das aus, wenn man nicht darauf achtet, wie sich der Gegner bewegt. So, Waffenrune. Runen sind starke Verzauberungen für deine Waffen. Halte Rechtsklick, um die das Runenfertigkeitsrad zu öffnen. Wähle mit R ist ein verfügbares Runenrezept aus und fertige es an. Wirst du getroffen, löst du eine Schockwelle aus, die alle Gegner in der Nähe zurückwirft. Und wie das aussieht, hat diese Rune Aufladungen. Oh, die lädt sich über eine gewisse Zeit auf. Die geheimnisvolle Kraft des Flux. Oh!
schöne Spinnenhöhle. Und so schön dunkel. Seen a specimen like you before. How marvelous. Farron, you better be careful. Soll ich den Viechern doch lieber einfach ausweichen. Anstatt immer zu versuchen, das zu blocken. Obwohl ich da kein gutes Gefühl für habe bei denen. Eines Tages kann ich's. Follow me. I think I found the way. Sieht gut aus. Ja komm, so viel ist es doch nicht. Und warum bist du überhaupt zurückgegangen? Ah, da ist die Rune. Effekt, du wirst getroffen. Ich kann die, hat eine Weisheit verfügbar, kann es upgraden und dadurch wird der Effekt erhöht. Also es kann häufiger ausgelöst werden. Thank you.
Scheiße. Nein, du kannst mir das doch nicht antun. Auf dem letzten Health-Stück. Ist das bitter. Renn doch nicht von mir weg. Let's explore a bit. We don't have to haste, right? Mein Gott, das Zeitfenster gering. Entschuldigung, also für den Block-Move. Also das Ran, also das an mich ranrennen ist ja eigentlich das theoretisch einfachste zum Abblocken. Oh, guck mal, eine Kiste. Heugabe, neue Waffengattung, neuer Rüstungsentwurf.
So, leichte Angriffe verstärken. Das war mal richtig ordentlich von mir. Ich finde, gegen menschliche Gegner ist es einfacher, das richtige Timing zu haben, aber gegen Kreaturen und so weiter so fort, finde ich einfach richtig kacke. Keine Ahnung, woran das liegt bei mir. I'm certain I recognize this area. Boji, we go in circles. Ja, wir sind im Kreis gelaufen, aber das ist nicht schlimm. Lass mich eine Abkürzung wieder zum Anfanggebiet. Hoch auf die Verschachtung. Mal gucken, ob es wirklich so ist, wie ich mal letztens gesagt habe in dem Video, dass die Deutschen richtig fit sind im Levelbuilding. Also nicht nur wegen Backtracking oder so Geschichten, sondern auch einfach, die sind am besten in verschachtelten Leveldesigns. Scheiße. Mein Nemesis. Ich würde es echt gerne mal blocken. Aber ich bin einfach nicht so weit. Die Kreaturen von Akrea. Geht's nicht lang. Und das da hinten ist auch eine Abkürzung. Da sehen wir nämlich schon, dass da so ein Pflanzenabstieg wäre. Den man theoretisch nutzen kann dann zum Abkürzen. Yeah.
Zeig mir den Weg, Kleiner. Ah ne, von hier bin ich gekommen. Ich will doch eigentlich nur... Dahin zurück, wo die Spinne ist, und das ist da unten. Nicht springen, kostet Leben. Wir brauchen ein bisschen stärker, es wird schon hinhauen. Die Aussage, irgendwas, alle Waffen gleich gut sein sollen, wird bestimmt nicht so sein. Von vorhin, weil einfach, es gibt immer Unterschiede bei Waffen, ob es nur die Geschwindigkeit ist. Mal eben, weil es wird ein bisschen eng hier hinten. Nur mal einfach den Feind blocken mit einem anderen Feind. Ich bin so doof. So, Herzbeerenaufwertung. Einige Wildtiere, Akrea, sind von den Kräften der Elemente durchdrungen. Bis jetzt. So, aber ich wusste, dass man hier hinten den Turmtempel mich aufdeckt. Das habe ich mir schon gedacht. Thank you.
wir nicht alle auf einmal wieder holen. Ich hatte das Gefühl, ich habe geblockt, aber nicht schnell genug. Der Schaden gerade kam aus dem Nichts. Ich habe da gesehen, der eine ist einfach mir vorbeigehüpft und ich habe Schaden bekommen. Oh, der dahinter hat jetzt geschlagen, obwohl er nicht in Reichweite war, habe ich trotzdem Schaden bekommen. Und ich muss sagen, dass sowas leider aus meiner Perspektive No-Go ist. Ich hoffe, das wird im Day-One-Patch nochmal ein bisschen angepasst. Man muss sagen, dass sich das Gefühl vom Kämpfen, es ist halt in Ordnung. Aber wenn man dann sieht, dass man Geistschaden bekommt, oh, ist das schon bitter, weil ich, vor allem im Souls-like-Bereich muss es halt wirklich nachvollziehbar sein, wenn du Schaden bekommst. Da kann ich aufgrund von einem Clipping-Fehler oder so der Gegner, es darf vielleicht mal einmal in 10 Stunden passieren, aber sonst fühlt sich ja verarscht vom Spiel, wenn das so häufig passiert. Wie Gift. Kommst du raus? Habe ich ja recht, dass speziell deshalb bei den Tieren, oder bei den Spinnen in dem Fall, der Blockpunkt ein bisschen unwirklich wirkt. Beziehungsweise nicht richtig. Obwohl, das ist immer eine Gefühlsfrage, deshalb. Das werden ja mehrere Leute als nur ich ausprobieren, das Game. Zurzeit, kurz vorm Release, aber irgendwie. Merkwürdig. Dass das Leveln später länger braucht. Weil sonst wird dieses ganze System mit den Waffenleveln bzw. im Rang steigern und dann wirst du letztendlich da in der Lage sein, Moment, lass mich nicht lügen. Ja, und dann kannst du die Fertigkeit irgendwann lernen, dann hast du halt lauter Fertigkeitspunkte übrig, die du nicht weißt, wo du die hinstecken sollst, weil du im Moment keine Waffe hast, die du nutzen kannst. Looks like we can't just keep going. I was sure we would get to Water Split from here. Maybe we can find a way through the convergence. Just continue straight. So much for you knowing the way around the valley. If there is another way out of this region, why do I have to beat that general anyway?
You said we can't enter the spire right now. We didn't explain why. We have to defeat the general to be able to enter Tezu's palace. Tezuth? The one you called ruler of this place? Why should we go to him? I thought the goal was to defeat the general so we can get out of here into the spire. Tezuth is one of the three keys we need. Another foe we have to fight, so we can enter the spire where our savior rests. Again, you aren't making sense. You wouldn't know what makes sense right now anyway. Go to the Convergence. I'll explain more there. Da muss wieder eine Abkürzung. Normalerweise bis hierhin ging übrigens damals die Gamescom-Demo. Die hat aber auch ein bisschen später gestartet im Spiel. Räubermesser. Ehrlich, da muss ich von oben runterhüpfen, damit ich da rankomme. Könnte schon ein besserer Ketterer sein, mein Freund. Überlegt schon so lange eine Seite aufzumachen, ist ein Geheimgang hinterm Wasserfall. Mit allen Spielen, die Geheimgänge hinter Wasserfällen haben, damit man weiß, dass das gute Spiele sind. Für alle Geheimgänge-Fans. Könnte bitter werden hier. Wenn ich den jedes Mal dabei sehen muss. Wie der mich hier wiederbelebt. Möchte ich gar nicht mehr sterben. Sehr lange Animation. Aber jetzt gern gehabt, dass wir wieder eine Schmiede sehen. Aber positiv anzumerken ist übrigens, dass das Rennen keine Ausdauer verbraucht. Beste Nummer. Da kriege ich bei vielen Spielen immer den Rappel.
Klar, Rennen macht irgendwo logisch, macht auch Sinn, dass Rennen Ausdauer verbraucht, aber wenn du mal schnell von A nach B kommen musst, ist das halt eher nicht so geil. Mittagsschlaf gestört. Gut, Artefakte. So ein Müll. Da sind eigentlich zwei Angriffe. Okay, du musst den ersten schon abwehren. Dann ist der aus dem Takt und Ach so kriegen die mich immer. Das sieht aus, als wenn die so eine von den Bären sind, die ich zur Heilung benutzen kann, aber stimmt nicht. Die haben eine Fake-Bäre, um mich in die Falle zu locken. Einfach so eine richtige Arschloch-Pflanze. Zu hüpfen bringt mir keinen Vorteil. Und die Spinnenhöhle, von der wir gekommen sind. Ah, hier oben ist eine Weissagungstafel. Ebenso Lehrer und Schüler. Anpassungsfarben, ein Fluxpilz, Weisheitspunkttafeln. Die brauchen wir für die Runen. Ich wusste ja zwischendurch nicht, wofür brauchst du die Weisheitspunkte? Ja, beziehungsweise wo kommen die her? Da kommen die her. Das letzte sinnvolle Level-Up. Komm her. Edler Degen. Und immer noch keine Schmiede. Oh toll, der Boss von oben, beziehungsweise der stärkere Gegner, kommt ja runter. Habt ihr einen Verfolgungsradius? Oh!
Bleibst du hinten eingeklemmt? Es ist kein Bug-Using, wenn es ein Feature ist. Ach, endlich eine Schmiede mal. Da muss ich erstmal in die Fertigkeiten reingucken. Am besten natürlich alle Sachen zu machen. Das Ablocken von Angriffen kostet weniger Energie. Erhöht den Schaden von Ferens schweren Angriffen. Fern kann einen zusätzlichen Herzbeere mit sich tragen. Also das Räubermesser wäre interessant. Wächterumwandlung. Das Ablocken von Angriffen kostet weniger Energie. Also als erstes Räubermesser. Let's go! Habe ich es übersprungen, weil brauchen wir nicht. Let's go! Let's go! Vergesse. Waffe einmal wechseln und dann nehmen das Räubermesser rein. Schnelle Hiebe und ein schweres Schild, in dem man sich verstecken kann. Diese Kombination, die das Messer bietet, ist das, wofür sich die Feinde des Clans, wovor sich die Feinde des Clans fürchten. Na? Aber wenn man X drückt, ist das übrigens eine automatische Animation, die abgespielt wird. Also man klettert nicht wirklich irgendwo hoch oder runter. Rüber. Shit, ich glaube wirklich, weil das ist ja eine ganz andere Konteranimation, dass du, wenn du mit einer Waffe mit Schild hast, das Timing verändert ist für Kontern. Und das ist richtig kacke. Weil du dich dann ständig umstellen musst. Wann der Blockzeitpunkt richtig ist und wann nicht. Das ist jetzt mein subjektives Gefühl gerade. Das vor allem bin ich halt, das war auch mit Speer schon und dem Schild, dass dadurch der Zeitfenster für den Block halt viel länger, also viel kürzer ist. Während das mit dem Langschwert gefühlt ein bisschen breiter war. Beziehungsweise ein bisschen länger. Dass man da besser timen konnte. There it is, the spire. Inside our helper rests. The sage, my master. If in deep sleep or dead, I do not know. Wait, he's dead? How was he supposed to help us then? And you didn't tell me we were going to your master. As I said, I do not know if he is dead.
And who it was seemed of little importance to you, since I don't recall you ever asking. Either way, when we are there, we should be able to revive him. But because of certain precautions, not everyone is able to just waltz into his spire. Only those who have mastered the three elements that form the core of Ikria, like Ere did, are able to enter. Which means I will never be able to go alone. Three elements? You have them in you right now. The stone in your chest is made from all three. Inseam, Mananite, and Jinnan. This makes it possible for you to master them, if you beat their current masters. They each learned to control one of the elements many centuries ago. One of those is Tezuth the Champion. And that giant palace you saw that you couldn't enter? That was his. So our goal is still the same. We beat the Guardian General of the Temple so we can enter and defeat Tezuth. And afterwards, we'll find the other two masters. That sounds like a heck of a lot of work to regain my freedom. I never wanted to learn mystical powers or become master of some element. It's a responsibility I never wished for. The sage once told me that often there is a price to freedom, but many don't know what that price will be. Some price it is, to die and be forced to fight through a crazy valley with a talking wolf. I prefer to be called by my name. I believe so do you, Farron. I understand. Anyway, let's find another way back to the forest, and then we will find that general. Warum sieht das hier alles so böse aus? We can stay here for a while. Thank you, companions, for all the gifts you left the valley. I didn't know you could find that here. Okay. Sind auch noch Weisheitspunkte-Tafeln. Boji, I found something. Oh, hier auch. Danke für deine Riemen. Es ist zwar Boji mit dabei, aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Dingern hier anfangen soll. Schleich dich an, kleine Maus, mach dich nackig. Ready für was? Der ist weg.
find into the flux. Astounding. There's always more to find. Jetzt haben wir wirklich die Situation. Wir haben alle Fähigkeiten gelernt, die gingen. Und haben jetzt einen Überschuss an Points. Da kann auch sein, dass die späteren Fertigkeiten nicht 1 kosten, sondern 2. Muss man halt mal gucken. Macht mich fertig. Komm nicht dazu, vernünftig auszuweichen, das mit dem Ding hier. Guck mal in die Kiste, ist bestimmt Rüstung. Ja. Ah, okay. Damit kannst du ihn umgehen. Muss mir echt überlegen, ob ich Let's Play technisch das doch auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Da sieht man übrigens, dass das nichts, also Stealth-Angriffe nichts damit zu tun haben, dass der Gegner ihn noch nicht entdeckt hat. Du kannst einfach hinter die gehen, wenn du schnell genug bist, und kannst den Stealth-Angriff machen. War mir auch inzwischen schon mal aufgefallen. Jetzt fällt mir eben schnell noch alles mögliche auf. Irgendwie war es jetzt am Ende so. Du machst manchmal auch den Parade. Es sieht so aus, wenn du Schaden bekommst, aber es ist einfach keine perfekte Parade, wodurch ich keine Energie zusätzlich bekomme. Und der Gegner halt, wie heißt das? Benommen wird, beziehungsweise auch ein bisschen an Stabilität verliert. Das sieht aber dann aus, als wenn ich normalen Hit bekomme, obwohl oben gar kein Schaden entsteht. Ist auch nicht so perfekt gelöst. Muss es leider nach 2 Stunden circa schon so ein paar Defizite vom Titel sagen, aber man weiß dann nie, wie der Day One Patch dann sein wird. Ist ja trotzdem kein schlechtes Souls-like-Spiel bis jetzt. Ist ja alles ganz cool umgesetzt. Into the flux. Oh, hier sind einige für die große Sache gestorben. Was auch immer die große Sache ist. Ich versuche übrigens gerade die Spezialattacke, die leider auch nicht immer so gut funktioniert, weil LB, RB gleichzeitig drücken ist natürlich auch keine sehr saubere Sache. Um das auszuführen, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen.
Kann natürlich immer noch sein, dass ich zu Banane bin, zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. Und eigentlich hat man zum Beispiel, also im Moment X frei. Also warum liegt der Spezialangriff der Waffe nicht einfach auf X? Wir haben eine komplett freie Taste. Ach, X ist interagieren. Deshalb, die wollten keine Doppelbelegung machen. Da kommen nämlich noch später LBB, Inziumblitz, Magnetitstampfer, Xenonsicht. Da werden noch später Fähigkeiten mit draufgelegt. Weil muss ich ja einfach ein bisschen feiner mit umgehen. Dass sie das besser wahrnimmt. Schreib die nicht ab, sondern drücke einfach beide Tasten gleichzeitig. Okay, antippen eher. Ich nehme die 15 Gold. Schon wieder Levelaufstieg für nichts. Nur gerade ein bisschen rüber, weil ich wollte 2 Stunden anspielen, damit ihr einen guten Eindruck habt. Und da sind wir nämlich gleich angekommen. Und dann kann man ein kleines Fazit machen. Ist ein Spire so interessant? Seems like you can't take your eyes away. It is my birthplace, my home. Yet it is impossible for me to enter. Doesn't look like a wolf den. What? Isn't that the place where wolves are usually born? It's my second, to be precise. Your description of me as a wolf wasn't too far off. Before I lived my life as a pupil of Eri, I was a mere wolf of this valley. When I died, Eri found me and decided to revive me. Sending my spirit through Xenon back into my body. While he didn't anticipate how much it would change me, he seemed happy with the outcome. So, the greatest pupil was created as an experiment by that great sage Ere. What he did wasn't for you, but for himself. Don't talk about him that way. You have no right to do so. But I didn't mean... Do we need permission to talk about him? Sure to ask next time. Ja, mit diesen Worten und dem neuen den neuen Lebensschrein machen wir hier den Breakfast angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde das Spiel immer noch gut, trotz der paar Unzulänglichkeiten. Ist vielleicht auch einfach immer noch die Gewöhnungsphase, weil jedes Souls-like ja so ein bisschen seinen eigenen Takt hat. Trotzdem, auch wenn natürlich alle sehr ähnlich sind. Sind die Alleinstellungsmerkmale hier natürlich, ne, du musst halt andere Waffen benutzen und ausprobieren. Ich erinnere mich, glaube ich, noch an das Gespräch mit dem Entwickler auf der Gamescom, wo es dann hieß, die kennen natürlich Elden Ring und Dark Souls und du findest halt deine Lieblingswaffe und benutzt die vom Anfang bis zum Ende, ohne jemals eine andere Waffe anzupacken. Und dann haben die sich halt die Gedanken gemacht, wie können wir es denn hinkriegen, dass vielleicht Leute dazu animiert werden, auch mal andere Waffen auszuprobieren. Anstatt immer nur dieselbe. Und dadurch ist halt dieses System entstanden. Was nicht verkehrt ist, aber das könnte vielleicht den einen oder anderen ärgern. Weil du hast natürlich, du wirst hier Waffen erlernen oder beziehungsweise ein bisschen mit kämpfen müssen, die du halt nicht magst. Aber man wird halt auch Waffen finden, wo man sagt, geile Waffe. Ich wechsle von meiner Lieblingswaffe jetzt darüber, weil du auch keine Verstärkung hast. Ne? Es gibt ja kein Plus-Plus irgendwas. Jedenfalls in den ersten beiden Stunden. Wer weiß, ob das später kommt. Aber es wird ja gesagt, alle Waffen sollen eigentlich gleich stark sein. Oder gleich gut. Man kann mit jeder Waffe das Spiel durchspielen. Nur herstellbar in der menschlichen Schmiede. Ob es später noch andere Schmieden gibt als menschliche?
Die Werte sind vielleicht ein bisschen minimalistisch, ne? Energieeffizient und Rüstung. Und es gibt auch nur 4 Werte für die unterschiedlichen Waffen. Wobei, was soll der Steuerungswert bedeuten? Geschwindigkeit, Schaden, Treffer und Reichweite. Was ja auch eigentlich egal ist, weil du musst es ja eh machen. Wenn du alles sehen willst, musst du es machen. Und dich damit auseinandersetzen. Aber mir gefällt der Style, mir gefällt der kleine Freund da unten und mir gefällt eigentlich die Gesamtmechanik. Und es kommen ja später noch die unten hier diese 4 Fähigkeiten. Arkane Explosion und so weiter, die du auch verwenden kannst. Und das ist halt das Interessante. Letztendlich. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt hier so ein Brocken sein wird wie Elden Ring, aber trotzdem ein Souls-like was unterhalten kann. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Und wir sehen uns dann wieder im Let's Play zum Spiel, wo wir natürlich von Anfang an nochmal spielen werden. Aber dafür werden wir es an dem Punkt komplett spielen. Bis dahin, tschöle, euer Imperator. Und in den Stream reingehen und abonnieren.